Verbesserungswerkzeug. Okay, naja gut. Solange es uns hilft, soll es uns recht sein. So, müssen wir das wieder aufspringen oder kommen wir da so durch? Ne, das werden wir aber aufspringen müssen. Gut, kein Problem. Oh, hier können wir noch was looten. Immer noch. So. Zack. Okidoki. Dann gehen wir wieder auf die Knarre. Okay. Zack, den haben wir. Da kommt einer angeschlichen. Den haben wir weggerotzt. So, Munition wieder aufladen. Okay. Oh, hier liegt aber viel Munition rum. Können wir das hier noch ein bisschen? Ja, hier können wir noch mehr herstellen. Und dann machen wir uns die Munition wieder voll. So. Gehen wir wieder auf die Knarre. Okay, das ist voll. Hier können wir noch ein bisschen looten. Loot ist immer gut. Dann kommt her, ihr Säcke. Okay. Oh, shit. Oh, Mist. Dachte, ich kann noch schnell hinter die Ecke rennen, aber hat nicht geklappt. Eieieiei. Mann, 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 da ist aber mächtig was los. So. Pass auf, du Vogel. Oh. Da war ein Kopfschuss. So. Wir bräuchten ein paar Granaten. Den haben wir. Oh shit. So, den haben wir. So, wer schmeißt denn hier ständig Granaten? Wer von euch Feiglingen schmeißt hier ständig Granaten? Du Affe. So, hier können wir was plündern. Das machen wir bei den anderen auch noch. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen hier. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel auch zum Waffenaufwerten. Kann das immer sein, dass die noch irgendwelche Sachen haben, die wir brauchen. I know, wir können ja eigentlich auch mit der... Genau, mit dem Ding ordentlich Rambazamba machen. Ordentlich Rabatz. Aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Jawoll. Mit ein paar brennenden Pfeilen ein Helikopter gefrackt. Krasse Sache. Respekt. Lara, bist du da? Kreat hier überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt. Haltet durch. Schon unterwegs. Da gibt's noch was zu lesen. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Okay.
Mit ihr Vater, meinst du damit den Jesus da oder wen? Okay, wir setzen uns mal kurz ans Lagerfeuer. Schauen mal, bei Waffen blinkt schon wieder, bei Fähigkeiten auch. So, die Pumpgun. Vielleicht merkt man's, ich mag die Pumpgun. So, hier können wir nochmal schaden. Das ist die Schussfrequenz. Die könnte allerdings auch ein bisschen höher sein, ja. Aber wir haben ja letztes Mal gesagt, wir machen den Laufmantel. So, hier können wir noch was verbessern. Das ist die Haltezeit. Die Haltezeit reicht eigentlich. Ne, die reicht eigentlich. Da sparen wir uns das lieber für andere Verbesserungen. So, Fähigkeiten, 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 überlebender Kämpfer. Hier haben wir starke Medizin. Gut, nehmen wir das. Okay. Gut, raus und Attacke. Oh, wird weiter aufgeräumt hier. Flintnoshi auf Tour. Ah, komm schon. Rennen Sie raus. Ich werde beschossen. Autsch. So, schnell heilen. Ja, eigentlich mussten wir uns ja bisher nicht allzu oft heilen, aber diesmal war der Fall. Okay, hier haben wir noch ein bisschen... noch ein Schriftstück. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Mhm. Gut. Halt ohne Prophet. Ich sage, wir schaffen es trotzdem. Ja, ihr Schweine. Ach so, Ena. Gut. Aber wird nicht lange gefackelt hier. Kriegt er ihn auch gebrannt. So. Können wir hier mit der Schrotflinte noch was herstellen? Nee, voll. Okay. Pfeile? Auch voll. Gut. Naja, das sind doch gute Nachrichten. Lieber voll als ja nicht am Start. Das wäre schlimmer. Alles voll. Sehr schön. Oh, hier können wir jetzt noch freuen. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Von hier. Oh ja, das bin ich. So. Ich will nicht schießen. Ah, der hat keine Pfeile mehr, oder was? Was ist das denn? So schnell heilen. Versucht es nur. Na los. Ihr Schweine. Da hinten sind noch welche, okay. Okay. Feind entdeckt! Bam! So, ihr Pussys.
Hey, ich wollte noch ein bisschen Munition aufsammeln. Ach, das ist doch kacke. Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Na, dann erzähl mal Geschichten. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Okay, wir werden sehen. Drahtseil erhalten. Okay, cool, jetzt kommen wir da auch rüber. Ah, ne, hier noch nicht. Ne, hier ist nochmal der Seilpfeil. Zack. Apropos, wir müssten, glaube ich, mal Seile herstellen. Jo. Sonst sehen wir im nächsten Kampf wieder alt aus. Ja, der nach den Pfeilen griffeln und da ist nix. So, dann mal rüber. Okay, zur Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Und zack. Rüber. Hier machen wir auch rüber. Alles klar. Gut, da kann sie sich jetzt auch festhalten. Das ist ja praktisch. Das ist super, das freut mich. Damit kriegen wir das alles ganz gut hin, glaube ich. Oh gut, das war knapp. Gut, jetzt müssen wir da rüber. Mal gucken, ob das die Kleine auch schafft hier. Hoppa, sehr schön. Okay. Dann hier hoch, da ist klar. Hopp. Jawohl. Zack. Zack. Komm, und hoch mit dir. Wunderbar. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Krass. Aber hier bleibt keine Wahl. Schwere Pistole. Das hört sich interessant an. So, hier holen wir uns erstmal nochmal Holz.
Und dann gehen wir zum Basislager. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Okay. Nachfallpfeile, Streubombenpfeile. Das hört sich interessant an. Können wir noch mehr Damage machen mit den Granatpfeilen. Krasse Sache. Gut. Dann mal weiter. Oh, das können wir noch hier brauchen. Zack. Und rüber. Warum hat sie sich da nicht festgehalten? Nein. Auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Zack, rüber. Und tappa. Jiha. So, erstmal gucken. Hier oben gibt es irgendwas. Da haben wir ein Kistchen. Und wieder was zum Vollquatschen. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Schade. Gut. Wir gucken uns hier mal noch ein wenig um. Bestimmt noch die eine oder andere Sache zu ergattern. Zum Beispiel hier Federn. Die können wir gut gebrauchen. Jetzt hier noch runter. Ja. Okay, aber nicht interessant für uns, wie scheint. Da schwingen wir uns rüber. Hier werden wir mal für ein bisschen Chaos sorgen. Hopp. So, hier laden wir mal nach. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier unten sind noch Kisten. Die sind ganz wichtig für uns. Zum Waffe pimpen. Eins nur? Na, das ist ja schade. Zwei, schon besser. Oh, und da ist noch eine. Und nochmal was zum Lesen. Aber vorher holen wir uns das Holz für Pfeile. Und dann lauschen wir gespannt. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Bist du immer noch ein Mensch, ja. Also ich glaube ja, kann natürlich totaler Blödsinn sein, aber ich glaube für meinen Teil, dass der gute Jacob vielleicht sogar der Prophet sein könnte. Uppala. Gut, ich wollte es mal ausprobieren. Ja, also ich glaube, dass der sogar der Prophet sein könnte. Nein, die Pfeile wollte ich nicht. Weil der scheint da ganz gut Bescheid zu wissen überall. Okay, machen wir mal auf. Und ich hoffe, da ist jetzt auch was ordentlich drinne.